Eklige Männer? Frauen, die schmollen, soll man am besten einmal quer übers Gesicht lecken, habe ich mal gehört. Eskalation? Und noch mehr Eskalation. Vorbei für mich. Ich meine das ernst, es ist vorbei. All das und noch viel mehr gab es in der neuesten Folge Bachelor in Paradise, die ich dir gleich nicht nur wieder vollständig zusammenfassen werde, sondern natürlich auch noch kommentiere, parodiere und analysiere. An diesem Morgen zeigt Marco gleich mal, wie gut er tanzen kann. Ganz klar, der Junge ist ein Strip. Philipp, wie gut er singen kann. And everybody tonight is a gonna party, my. Und Daniel, dass er noch nicht mal sitzen kann. Und direkt danach passiert dann auch mal wieder das, was die ganze Zeit bei Bachelor in Paradise passiert. Es zieht nämlich jemand Neues ein. Ich bin die Steffi. Ich war in der Bachelor-Staffel 2019. Ja, die Staffel, in der Steffis Oma hellseherische Kräfte bewiesen hat. Netter Kerl. Aber jetzt als letztes, glaube ich nicht. Steffi sucht im Paradies vor allen Dingen nach einer Sache. Und Liebe ist das scheinbar nicht unbedingt. Und dann freue ich mich natürlich auf Männer. Nackte Männer. Bei den Frauen kamen sie dann jedenfalls richtig gut an. Sieht auf jeden Fall wie so ein Buddy für mich. Und bei den Männern eher so mittel. Ja, das ist nicht so mein Typ. Frau auf den Stier. Besonders einen Mann hatte sich allerdings Steffi wenigstens schon auserkoren. Und es ist schon wieder der RTL-Maulwurf. Auf den ersten Blick finde ich den Alex ganz nice. Ja, Alex hatte dann allerdings überhaupt keinen Bock auf Steffi. Aber hätte dem ich mal eine vernünftige Frau hier reinpacken können. Und führte mit ihr wahnsinnig tolle Gespräche. Wie ist das Essen? Gut. Direkt im Anschluss gab es dann auch schon die erste Datekarte dieser Folge. Michi, du hast heute die Chance, romantische Zweisamkeit mit der Frau zu verbringen. Ja, Michi nahm dann logischerweise wieder seine Nathalie und aß erst im romantischen Mondschein an einem Teich mit ihr. Das ist echt romantisch. Dann gab es noch ein paar cringige Komplimente. Das ist auch schön. Was denn bitte? Ja, du, meinst du dich? Ein sehr interessantes Dessert. Oha! Und eine erotische Runde Zungenbillard. Die anderen Bewohner wollten in der Zwischenzeit dann eigentlich essen, aber da fiel ihnen plötzlich was auf. Wir haben einen Teller zu viel. Wow, noch eine neue Kandidatin? Okay. Ich bin Kimberly, ich bin 26 Jahre alt. Ja, Kimberly ist eine der Zicken aus der Staffel von 2019. Ich bin jetzt keine Zicke und Ironie oder Sarkasmus bedeutet ja auch nicht zickig zu sein. Und scheint immerhin einen wirklich guten Kopfbedeckungsgeschmack zu haben. Ja, super Hut auf jeden Fall. Hat sie sich sehr gut ausgesucht. Ja, während dann die üblichen 10 hoch 23 Begrüßungsküsschengespräche durchgeführt wurden, hatte ein anderes Halbpaar sogar schon ein Krisengespräch, nämlich Daniel und Sam. Ich suche mehr Nähe zu dir, wie du zu mir, gell? Das sehe ich auch. Ja, gell? Aber ich bin auch ein anderer Typ. Oh ja, und diese ständigen Annäherungen schienen Sam eigentlich ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Aber Daniel nahm diese Kritik einfach und verwandelte sie dann in ein Kompliment für sich. Ich glaube eher, dass ich es auf eine sehr süße und liebe Art und Weise mache, dir nahe zu kommen. Ja, ich meine, geht so. Alles gut? Ja. Schön? Ja. Sam beharrte aber jedenfalls auf ihrer Meinung, Gott sei Dank, und sagte dann noch das hier. Ja, das ist nervig. Das ist einfach nervig. Ja, und da schien Daniel auch wirklich richtig gut zugehört zu haben, denn ungelogen 94 Sekunden später passierte das hier. Okay, Daniel, kannst du das lassen? Ernsthaft, kannst du das lassen, bitte? Daniel, jetzt fahr doch mal runter. Frauen, die schmollen, soll man am besten einmal quer übers Gesicht lecken, habe ich mal gehört. Ja, dieses Thema wird uns dann auch am nächsten Tag noch ein bisschen beschäftigen. Erstmal gucken wir doch aber mal zu unserem Lieblingspärchen und schauen, wie die die Nacht verbracht haben. Es gab diesmal keine Mauer zwischen uns im Bett, sagen wir es einfach so. Ja, und während Nathalie jetzt der Fraktion der cremigen Kuchen angehört, versucht Philipp nochmal mit Daniel über das Thema von gestern zu sprechen. Dass die Mädels sich einfach ein bisschen bedrängt gefühlt haben, was ich meine? Ja, aber auch diese Kritik nimmt Daniel einfach wieder und lässt sie einfach verschwinden. Philipp kennt mich nicht, gell? Ja, und dann schafft er sogar noch irgendwie mit Sam Schluss zu machen, obwohl die eigentlich sowieso nie zusammen waren. Zeigt mir dann auch, dass das zwischen uns nicht das sein wird, was ich mir hier erhoffe. Um die Stimmung dann etwas aufzulockern, gab es dann schon wieder eine Datecard. Das heutige Date gehört dir, Philipp. Ja, ist ja okay, Carina, aber schrei doch nicht so. Überlege dir, mit wem du deinen Tag verbringen möchtest. Ja, und jetzt hätte es ja eigentlich Sinn gemacht, wenn Philipp seine doch noch irgendwie Herzdame Jade gewählt hätte. Also nahm er kurzerhand Sam. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Die beiden bewiesen dann erstmal ihre fast perfekten Thai-Kenntnisse. Ich glaube,
Kapanka? Kap und Krab. Fuhren in einem wirklich ultimativ sicheren Verkehrsmittel. Bewunderten die Architektur. Guck mal, diese Farben. Heftig, wa? Vergewaltigten einige Redewendungen. Ich habe Philipp von einer ganz anderen Facette kennengelernt. Und wertschätzen die asiatische Esskultur. Ja, der hat mit dem Auge geblinkelt. Und dann trauten die beiden sich auch noch geröstete Insekten zu essen. Also zumindest Sam traute sich. Philipp wählte da eine etwas andere Herangehensweise. Der Rest im Paradies machte währenddessen ein kleines bisschen Wellness und legte sich dazu Masken auf. Ich kann dich nicht für ernst nehmen, so. Gönnte sich was Gesundes. Da gibt's dann einen super Smoothie dazu. Und beschwor den mächtigen Gurkengeist. Und dann gab es noch einen Einzug und der hatte es mal in sich. Mein Name ist Janina Selin, ich bin 24 Jahre alt. Ja, Janina hat nicht nur eine sehr gewählte Umgangsweise. Halt's Maul, halt dein Maul. Sondern ist scheinbar auch sowas wie Daniels heimliche Traumfrau. Ja. Nina ist auf alle Fälle eine richtig schöne Frau. Ja, bei den anderen Bewohnern kam ihr Einzug allerdings nicht so gut an. Besonders angenervt war Carina. Ich kenne ja Nina einfach und wir haben eine Vorgeschichte und für mich ist sie einfach nicht da. Okay, Carina, das war jetzt für deine Verhältnisse aber viel zu nett. Los, hau doch mal einen raus. Die hat ihre ganze Fresse gebotox und immer noch Falten. Okay, nur damit wir das mal irgendwie besser verstehen. Das hier sagte Carina auf die Frage, was denn zwischen den beiden nun eigentlich vorgefallen sei. Aber wenn sie schlecht über meine Familie redet, dann hat sie das gesagt. Ja, beim Date waren Sam und Philipp in der Zwischenzeit übrigens auf einem Autodach angekommen. Und Sam machte ein wundervolles Kompliment. Ich kann mit dir echt viel lachen, weil du mich manchmal an mich erinnerst. Ja, wer möchte auch nicht gerne selbst mit sich Sex haben? Philipp war jedenfalls von Sam auch ziemlich angetan. Ja, die Sam war heute tiefgründiger, ernster, emotionsvoller. Das sind so. Janina hatte währenddessen im Paradies Basecamp übrigens auch eine Datekarte bekommen und traf eine wenig überraschende Entscheidung. Willst du mit auf mein Datechen kommen? Sehr gerne sogar. Dann wurde es allerdings wieder interessant, weil Philipp zurückkehrte und auch er hat scheinbar mit Janina noch eine Rechnung offen. Die hat ja einfach komplett überhaupt nichts zu suchen. Die ist nicht hier, um die Liebe zu finden. Ja, und die Geschichte zwischen den beiden scheint auch einigermaßen kompliziert zu sein. Aber hier ist mal Philipps Version. Der hat mir erzählt, dass ihr euch geküsst habt im Auto und so. Ich sag, wie bitte? Und hier die von Janina. Ich komm nochmal hoch und so und ich habe halt gesagt, nein, ist nicht. Ja. So, nicht beim ersten Date. Aha. Das wird dann nachher noch richtig explodieren. Erstmal ging es aber für Janina und Daniel auf ihr Date, das der Österreicher gleich mal mit einem neu erfundenen Sprichwort einläutete. Ja, der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Fisch. Dann bewies Daniel nochmal, wie unglaublich geschickt er ist. Bin gleich mal mit dem Ohrring in ihrem Oberteil hängen geblieben. Super peinlicher Moment. Das Boot pinkelte sich auf 15 Knoten in der Stunde. Und die beiden kamen sich auch schon körperlich näher. Bei den anderen gab es dann schon wieder eine Datekarte, die gleichzeitig auch noch mit einem Neueinzug verbunden wurde. Steffi und Kimberly, nutzt die Chance, den Neuankömmling gemeinsam kennenzulernen. Ja, und hier ist auch schon der Neue. Hallo, ich bin der Christian, 36 Jahre alt. Ja, Christian hasst Grammatik und liebt Tattoos. Unter anderem vorne die Brust mit dem Buddha. Und freut sich sehr über seine neue weibliche Bekanntschaft. Mein erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Und die ist auch durchaus von ihm angetan. Super, mega sympathisch, tolle Ausstrahlung. Jetzt wird es aber endlich richtig spannend. Philipp rastet nämlich völlig unvermittelt gegenüber Janina aus. Du bist einfach peinlich, du bist respektlos und hier gehörst du einfach nicht hin. Und dein Charakter ist auch hässlich. Okay. Wow, da geht doch bestimmt noch mehr. Guck dich mal an, du bist die Scheiße auf meinem Klopapier. Ja, okay, Philipp, aber jetzt bleib doch wenigstens einen Moment lang mal ruhig. Aber Bruder, wie kann man so eine Scheiße erzählen? Nee, ganz wie soll ehrlich. Ich da ruhig bleiben? Wie soll ich da ruhig bleiben? Ja, aber nicht nur Philipp kann ausrasten. Janina kann das auch. Ich hab andere, wo ich sagen könnte, so, boah, okay, der eventuell, aber doch nicht jemanden wie du. Ganz ehrlich, guck dich mal an. Ja, und das muss sich Philipp ja nun nicht bieten lassen und spritzt erstmal alle an. Klingt falsch, ist aber so. Hey! Und dann legt er noch mal ein kleines bisschen nach. Deine Eltern sollten sich für dich schämen. Nach einer Weile beruhigt er sich dann allerdings wieder und entschuldigt sich sogar halbherzig. Trotzdem für das ganze andere, was ich getan habe, ist nicht meine Absicht. Ich bin ein bisschen aus mir geplatzt. Und dann trifft er jedoch eine Entscheidung und verkündet sie mit den schönsten Worten, die ich jemals gehört habe. Es ist einfach aber deine Schönheit. Ja, mit anderen Worten, Philipp verlässt jetzt endgültig das Paradies. Tschüss. Ich liebe euch.
Ja, und am traurigsten scheint das dann nicht seine fast herznahme Jay zu finden oder seine ganzen männlichen Kumpels, sondern Sam. Warum auch immer? Was ist denn das? Ich will jetzt auch raus hier. Ja, und dieser Ausbruch, für den man wahrscheinlich nicht mal den Schauspielpreis Kleingelsenkirchen-Ost erhalten würde, kam dann auch bei den anderen Bewohnern nicht so gut an. Also wir haben uns alle, glaube ich, ein bisschen angeguckt und haben uns gedacht, warum jetzt? Also es war ein bisschen too much. Da das aber scheinbar immer noch nicht genug Drama war, setzte auch Marco nochmal einen drauf. Ja, pass auf, Christina, ich will heute Abend gehen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Ding. Ja, und obwohl er dann seiner Flamme Christina anbot, man könne sich ja einfach draußen weiter kennenlernen, hatte die da verständlicherweise überhaupt keinen Bock drauf. Denn wie soll man denn draußen Fame und Instagram-Follower kriegen? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Nee. Ja, und dann war es eigentlich soweit und Sam wollte die Insel verlassen. Dann aber irgendwie doch nicht mehr. Ja, komm, bevor ich gehe, lass uns doch mal kurz kennenlernen. Ja, dann gab es noch ein wirklich liebevoll geführtes Gespräch zwischen den beiden. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter. Ich habe einen Sohn. Ah, wirklich? Mhm. Und dieses vermeintlich erneute Schauspiel von Sam kam bei den anderen wirklich überhaupt nicht gut an. Ja. Ich mach eben eine Nummer hier. Ja. Was soll denn das? Ja. Ich hab keinen Bock unter so Umständen, Alter. Genau, und deswegen setzte Marco auch mal ein Zeichen und ging einfach selbst nicht, sondern vergab bei der nun stattfindenden Rosennacht einfach ganz normal seine Rose. Christina, möchtest du diese Rose annehmen? Das gleiche wollte dann natürlich auch wieder Serkan tun, klappte aber nur so mittel. Carina nahm es aber immerhin mit Humor. Ja, Serkan hat einen Witz gemacht, ne? Den fand aber nur er witzig. Die nächste super emotionale Rose kam dann von Alex. Und auch Daniels konnte wenig überraschen. Janina. Und schließlich blieb dann nur noch Christian übrig, der zwischen all den Frauen wählen durfte, deren Namen ich mir sowieso nie merken konnte. Steffi. Tja, damit war dann unter anderem Sam draußen, die noch ein wundervolles Gedicht zum Besten gab. Und wir sehen uns dann irgendwann. Bis dann. Ja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge. Aber auch die nächste wird besonders gut, denn hier ist er, der einzigartige, der unglaubliche Oggi. Die Männer kriegen Krawall, Mädels bekommen meine Liebe. Wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt unbedingt meinen Kanal abonnieren. Aber okay, das musst du streng genommen sowieso tun, denn sonst umarmt dich Daniel morgen mal ganz freundschaftlich. Na, ich bin ein bisschen länger gelaufen. Fast schon sowas wie 100. Ja. Dadurch, dass ich schon bewusstlos bin und HIV und Krebs und unter Tierschutz stehe. Also nicht direkt unter Tierschutz, aber ich haare. Das kann sein, dass meine Hände abfallen. Ich habe behaarte Haare, die kommen von unten. Also das ist nicht lustig, ne, wenn man nicht ernst genommen wird. Ne?